Jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Und heute bei mir in meinem Podcast begrüße ich ganz herzlich die Birgit. Birgit ist 58 Jahre alt und ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, du siehst eigentlich eher aus wie 48. Bin ich ein bisschen neidisch. Und ich danke dir als allererstes, dass du auch den Mut hast, hier deine Geschichte zu erzählen und ein Stück weit dazu beizutragen, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern verdeutlichen, wie so toxische, narzisstische Beziehungen aussehen. Birgit, du lebst in der Nähe von Stuttgart, warst 11 Jahre zusammen mit deinem narzisstischen Mann, noch Ehemann, und bist aber seit diesem Jahr im Mai räumlich von ihm getrennt. Ihr seid noch beruflich ein bisschen miteinander verbandelt, deshalb ist jetzt bei dir ein No-Contact in dem Sinne nicht möglich. Darauf werden wir natürlich auch noch kurz drauf eingehen. Aber ich freue mich ganz sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Birgit. Hallo, vielen Dank und ich freue mich auch sehr. Schön. Und wenn du ja auch meine Folgen aus den anderen Staffeln gehört hast, dann weißt du ja, dass ich immer diese vier Phasen einer narzisstisch-toxischen Beziehung abklopfe. Und die erste Frage ist natürlich immer, um zu zeigen, was für eine Dynamik da entsteht und dass diese Phasen auch immer gleich ablaufen. Wie hast du diesen Mann denn kennengelernt? Kommen wir in die erste Phase, die Lovebombing-Phase. Ja, kennengelernt habe ich den eigentlich erstmal gar nicht. Ich war bei einem Bekannten auf Geburtstagsparty eingeladen und da waren ganz viele Leute, die ich nicht kannte und da war er dabei. Und es hat sich dann später so ergeben, dass wir uns dann tatsächlich mal verabredet haben und er kam dann hier bei mir vorbei und wir sind dann essen gegangen und ja, danach hat er gleich angegriffen direkt. Genau, also. Kannst du so ein bisschen die Lovebombing-Phase beschreiben, wie ihr ins Gespräch gekommen seid, wie lange es gedauert hat, dann bis ihr euch wirklich gedatet habt, also wann es dann zum realen Treffen kam? Wie war so seine Vorgehensweise? Wie hat er dich umgarnt? Wir haben eigentlich ein paar Wochen nur über Facebook geschrieben. Genau, und da war er eigentlich immer sehr bedeckt, hat auch nicht viel erzählt. Als wir uns dann tatsächlich verabredet haben und er dann hier war, hat er dann von Glück erzählt und ja, also er war sehr zurückhaltend, sage ich mal, genau. Zurückhaltend im Sinne von, er hat, weil du gesagt hast, er hat sich ein bisschen bedeckt gehalten über seine eigene Person. Genau, er hat, ich wusste damals noch nicht, ich wollte auch, ich bin auch jetzt nicht jemand, der gleich wissen will, was hast du für einen Job, blablabla. Bla, bla. Also ich wollte es einfach mal ganz elegant und geschmeidig auf mich zukommen lassen und das nicht irgendwie jetzt mit Druck in irgendeine Richtung drängen, genau. Hatte er dir denn sehr viele Fragen gestellt? Er hat mir eigentlich nicht sehr viele Fragen gestellt. Ich habe ihm sicherlich erzählt, dass ich getrennt bin. Die Scheidung von meinem ersten Mann, die war auch dann erst 2014. Und ich weiß heute, also der Mann, bei dem ich auf diesem Geburtstag damals eingeladen war, der hat mit ihm zusammen studiert und der hat ihm wohl schon gesagt, ja, da kommt sowieso warm. Also da, ja,
So war, wurde ich schon angekündigt dort, genau. Ja, und Was hat er denn getan in diesen Gesprächen oder in diesen Chatverläufen über Facebook, das dich dazu bewogen hat, dich mit ihm zu treffen? Denn selbst wenn er sich bedeckt gehalten hat, muss es ja eine Art von Nähe gegeben haben oder eine Art Verbindung entstanden sein, die eben dich dazu gebracht hat, dass dein Interesse geweckt ist und dass du dich mit ihm triffst. Also bei mir war das eigentlich natürlich schon auch die Neugierde. Ich saß ja hier dann schon ein Jahr mit meinem Sohn und hatte natürlich schon das Gefühl, ich möchte jetzt einfach mal wieder jemanden daten und einfach mal einen schönen Abend haben. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr so genau, was wir da alles so ausgetauscht haben. Ich glaube, es ging auch übers Kochen. Und aber sonst kann ich mich nicht wirklich erinnern. Er hat mir aber auch gar nichts von sich erzählt. Ich wusste tatsächlich nichts, ja. Okay, dann waren es also eher so ein bisschen oberflächliche, vermeintlich oberflächliche Gesprächsthemen, gar nicht so viel Deep Talk. Und er hat versucht, über Gemeinsamkeiten, weil du jetzt gerade das Kochen erwähnt hast, da vielleicht eine Verbindung herzustellen, ne? Über Dinge, die ihr beide schön findet oder gemeinsame Hobbys, sowas in der Art, so verstehe ich das. Ja, genau, und dass wir halt auch beide einen Sohn haben und die Kinder ja was ganz Tolles sind und ja, so das. Also relativ, ja, Harmlos noch und harmlos, genau. vermeintlich klingt es ja noch normal. Was Richtig. ist dann passiert, als ihr euch zum ersten Mal richtig gedatet habt? Ja, genau. Also der hatte mich dann abgeholt. Das war ein sehr heißer Sommertag. Mein Sohn war mit seinem Vater im Urlaub und wir sind dann essen gegangen und danach hier noch bei mir auf einen Schluck Prosecco. Ich habe mir da auch natürlich nachher Gedanken gemacht. Ich lade nicht einfach fremde Menschen zu mir nach Hause ein. Das habe ich natürlich dann gemacht, weil ich wusste ja, er ist der Studienkollege dieses Bekannten von mir und hatte wahrscheinlich deshalb auch naiverweise ja nicht so große Bedenken, das zu tun. Ja, da Genau. ist dann so ein Vertrauensvorschuss hat man dann, ne? Wenn das, wenn man jemanden kennt, der ihn kennt, Genau. das, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da dieser Vertrauensvorschuss auf einmal das, mit dem wir Frauen übrigens aufhören sollten, generell mit diesem Vertrauensvorschuss. Ja, wie ging es dann weiter? Ja, und das war dann schon sehr magisch an dem Abend, weil ich habe die Tür dann aufgemacht und er stand dann vor mir und hat mich angestrahlt und irgendwie wurde es mir dann ganz warm ums Herz, ja. Also es war wirklich schon von meiner Seite aus, ich fand ihn einfach unheimlich sympathisch, ne? Und wir waren dann, wie gesagt, essen und dann danach noch hier bei mir. Und dann war das noch ganz witzig, weil dann sind noch zwei Freundinnen irgendwie vorbeigekommen. Die eine hatte Liebeskummer, die war irgendwie ziemlich angeschickert und hat uns dann hier voll gelabert. Die andere hielt hier draußen, man kann hier von der Terrasse auf die Straße blicken, mit ihrem Auto an, hat die Scheibe runtergekurbelt und hat rausgerufen: Hey, wie geht's? Was machst? Und genau. Ja, und dann ging das eigentlich gar nicht lange. Dann stand der auf. Also ich habe hier so einen Küchentresen. Er saß hier auf der einen Seite, wo ich jetzt sitze. Ich war auf der anderen Seite und habe mich so auf den Tisch gelehnt. Das sind so 1,20 Meter Abstand. Und er stand dann plötzlich auf, kam zu mir und hat angefangen, mich zu küssen. Vor deinen Ja. Freundinnen. Nein, die waren dann schon wieder Achso, weg. die waren dann schon weg. Die waren Okay. dann schon weg, aber er hat, wie gesagt, sofort angefangen, mich zu küssen. Und ja, gut, ich fand es dann auch schön. Und dann hat er gefragt, gibt es hier eigentlich auch ein Bett? Ja, und Okay, dann. schon sehr, sehr übergriffig. Ja, richtig. Und später hatte er mir dann gesagt, ich hätte ihn quasi, weil ich mich ja im Sommer ich hatte ein T-Shirt an und anscheinend wäre mein Busenansatz irgendwie zu sehen gewesen und das wäre für ihn die Einladung gewesen, jetzt die Initiative diesbezüglich zu ergreifen. Also fand ich dann auch ziemlich schräg,
ja, solche Zeichen gleich als ja, Einladung zu sehen. Aber gut, ich habe mitgemacht und Naja, jetzt muss ich ganz kurz einhalten, bevor hier was in die falsche Richtung läuft, ne? Ich habe mitgemacht. So, das würde ich so tatsächlich nicht stehen lassen, weil was man nicht vergessen darf, ist, dass es ein Moment war, der dich in einen Schockzustand versetzt hat, weil etwas sehr Unerwartetes passiert ist. Also abgesehen davon ist es eine sexuelle Übergriffigkeit, ne? Muss man jetzt einmal mal ganz genau so benennen, was es ist, nämlich ein sexueller Übergriff. So, in der menschlichen Natur gibt es Trauma Respond. Trauma Respond ist, wenn wir auf etwas Traumatisches und dieses Erlebnis kann man durchaus meines Erachtens nach als etwas Schockierendes, als etwas Traumatisches empfinden und erleben, vor allen Dingen, weil es natürlich von jetzt auf gleich passiert. Das heißt, unsere Psyche schützt uns in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Und sehr oft, um uns zu schützen, da spielen natürlich in der Situation ganz viele Faktoren eine Rolle, aber bist du ja offensichtlich in eine Schockstarre verfallen, ne? Und da zu sagen, ich habe es ja auch mitgemacht, ist völlig deplatziert. Weil Okay. das viele Menschen unterstützen, dass man in Schockstarre, und wenn wir im Schock sind, in der Starre, dann sind wir erstmal für ein paar Sekunden handlungsunfähig. Und oft überschlagen sich ja dann die Ereignisse auch, also das, was danach passiert, und man hat überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Das heißt, man funktioniert. Ja. Dein Einverständnis war definitiv nicht gegeben und deine Reaktion darauf ist dieser Trauma Respond, nämlich dass gerade etwas sehr Übergriffiges passiert, etwas Bedrohliches und du in einer Schockstarre verfallen bist. Und da kommt man natürlich nicht von einer Sekunde auf die andere raus. Ja. Nur das mal kurz so zum Reflektieren, dass da nicht wirklich bei vollem Verstand und Herr oder Frau aller Sinne da reagiert worden ist. Ja, mit Sicherheit nicht, genau. Ja, Wie aber ist nicht. es denn dann weitergegangen? Also dann hat er dich da abgeknutscht. Genau, und dann sind wir irgendwann ins Schlafzimmer übergewechselt. Und da ging das dann eigentlich auch, zack, zack. Wir hatten dann Sex. Und ja, es war tatsächlich magisch und schön. Ich fand es sehr schön und er ist dann irgendwann in der Nacht nach Hause abgefahren. Ja, und von da an hatten wir natürlich regelmäßigen Kontakt. Also er kam dann auch, wenn er Zeit hatte, am Wochenende. Und ja, so fing das dann an. Und auch dieses sehr schnelle Einordnen meiner Person in, wo warst du all die Jahre? Ich habe immer auf eine Frau wie dich gewartet. Das war natürlich ganz groß. Ich kann mir eine Zukunft mit dir vorstellen. Wo siehst du uns in 4 Monaten? Ich habe dann damals gesagt, du, sorry, ich sehe da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel. Lass es uns doch einfach genießen. Das war schon die erste Situation, als er dann schon völlig pisst und aggressiv geworden ist. Und ja, es ging dann weiter. Genau. Eine Frage habe ich noch. Kannst du dich daran erinnern, nachdem ihr das erste Date und die erste Nacht miteinander verbracht habt, wie es dir am nächsten Tag ging? Hast du überhaupt noch darüber nachgedacht, was da eigentlich tatsächlich gerade passiert war? Habe ich darüber nachgedacht? Ja, natürlich habe ich darüber nachgedacht. Ich war natürlich glücklich. Ich habe gedacht, Wahnsinn, sowas ist dir noch nie passiert. Ja? Und Also gut. kein seltsames Bauchgefühl, wie diese Nacht und dann auch die Intimität zustande gekommen ist, Nein, alles gleich überdeckt. das kam dann erst später, als ich immer mehr von ihm gehört habe, ja, über sein Leben und so weiter. Da fing das dann an, dass ich mir natürlich schon Gedanken gemacht habe, aber ich habe halt immer dran gedacht, wir sind die Seelenverwandten, wir gehören zusammen. Das ist zwar alles da, aber ich habe das nicht sehen wollen, wahrscheinlich auch, ja.
Naja, nicht sehen wollen, sondern wir können uns ja auch grundsätzlich nur vor den Dingen schützen, die uns beigebracht werden. Und jetzt wird uns ja nicht beigebracht, ne, dass solche Täter oder solche Männer mit so einem Persönlichkeitsprofil so charmant, überzeugend, manipulierend sind und dass das eigentlich Red Flags sind. Ne? Ja. Das wird uns ja nicht beigebracht, weder in der Schule noch in unserer Erziehung noch in der Gesellschaft. Dann ging also das Lovebombing bei dir tatsächlich erst los nach dieser ersten Nacht, nach diesem ersten Date. Vorher hat es ja in deiner Geschichte eher recht harmlos und normal gewirkt. Aber das Richtig, Blatt hat genau. sich sehr, sehr schnell gewendet nach dieser ersten Nacht. Ja, genau, ja. Wie ging es dann weiter, nachdem diese mehreren Treffen dann natürlich auch und diese Beziehung Form angenommen hat und immer offizieller wahrscheinlich auch wurde und fester, haben wir jetzt gehört, ne, was er gesagt hat, also was zu diesem Lovebombing gehört, so eine Frau wie dich kenne ich nicht und habe ich gewartet und dieses Future Faking auch, ne, dieses Erschaffen einer Zukunft, ne? Richtig. Oder Ja. da, ja, dazu Lovebomben eben, ne, ist ja auch genau dasselbe Text und Drehbuch wie bei allen anderen. Gibt es noch so ein paar Lovebombing-Phrasen, die du, an die du dich erinnern kannst? Lovebombing-Phrasen. Ja, das kam dann später auch noch wieder, weil er hat mich ja dann 2 Jahre nach unserer Hochzeit 2019 betrogen. Und ja, da kommen wir dann vielleicht auch später noch dazu, genau. Aber es war einfach er erschien mir wie so ein Mann, der genau weiß, was er will. Und er will jetzt mich. Und ich wollte da auf keinen Fall, ja, das irgendwie zerstören, oder? Verstehst du? Ja, Ja. total. Du wolltest ihn nicht vor den Kopf stoßen. Du hast es damit entschuldigt. Also dieses ganze Verhalten wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn ich richtig bin, um ihn nicht zu verletzen, weil du dir gedacht hast, so, jetzt ist er so verliebt, jetzt kann ich ihm noch gar nicht sagen, dass ich gar noch nicht so bereit bin auf der Gefühlsebene, dass ich das erwidern kann. Ne? Das geht mir alles zu schnell aus Angst, ihn Ja. nicht vor den Kopf zu stoßen. Ja, genau, so war das. Und ich bin auch natürlich dann schon sehr ruhig immer gewesen. Klar habe ich mich gefreut, wenn er dann kam. Wir hatten dann auch meistens Sex. Wir hatten unheimlich viel Sex. Wir hatten oft überhaupt keine Zeit, etwas zu essen oder zu trinken. Also es war wie, als wenn sich zwei ausgehungerte Menschen, ja, also es war im Nachhinein einfach alles viel zu schnell, ja. Und Genau. auch viel zu viel. Viel zu viel, viel zu schnell. Und auch es gab dann Situationen, also er ist ja dann auch sehr schnell in diese Abwertungsphase verfallen. Also er hat dann angefangen, nach 4 Wochen bereits Sex von mir einzufordern. Also wenn er dann am Wochenende hier war und wir ins Bett gegangen sind, und ich hatte ja natürlich auch noch meinen Haushalt, mein Kind. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch ziemlich schwierig mit dem Kleinen. Hatte ich natürlich oft auch, war ich einfach müde, ja, und dann liegt er neben mir im Bett und schuckt mich und hey, was ist denn jetzt? Und ich habe ihm dann ganz klar zu verstehen gegeben, dass ich nicht zur Verfügung stehe. Ich lasse mich nicht dazu zwingen. Ja? Und das ging wirklich viele Wochen. Und wir haben dann auch echt Stress bekommen. Er stand dann auch oft mit seinem Koffer da und hat gesagt, ich gehe jetzt. Und das war mir dann in dem Moment auch völlig egal. Aber er ist dann trotzdem da geblieben. Ja? Weil Und wenn du sagst, er stand mit seinem Koffer da, das klingt so, als wäre er ja schon eingezogen bei dir nach kurzer Zeit. Der hatte halt dann übers Wochenende so einen Koffer dabei Ach, mit okay, weil das Sachen. Wochenende geblieben ist. Genau, ja, der war noch nicht bei mir eingezogen, nee, der war ja immer noch in der anderen Familie mit dieser alkoholkranken Frau, ja. Also halten wir mal fest, weil normalerweise frage ich immer, ob sich die Frauen daran erinnern, wie lange diese Lovebombing-Phase, diese schöne, in Anführungszeichen, Zeit gedauert hat. Na, die gab es ja bei dir tatsächlich A, nicht lange und B, weil ja auch das erste Date schon so krass mit einem sexuellen Übergriff begonnen hat, auch wenn du ihn damals noch nicht als diesen eingeordnet hast oder verstanden hast. Ja, kann man ja bei dir sagen, dass die Lovebombing-Phase sehr, sehr kurz war. Ja, sie war kurz, genau, weil dieses Thema erfordert Sex von mir. Das hat mich mega gestresst und hat mir natürlich auch, ich habe ihn dann
auch wirklich angegriffen, was das soll. Und ich konnte es überhaupt nicht verstehen, ja. Zumal er dann, das war dann, glaube ich, 6 Wochen später, da waren wir auf einem Stadtfest und waren natürlich ein bisschen angeschickert, kamen dann spät in der Nacht nach Hause und er wollte Sex. Und ich habe gesagt, nein. Und er hat sich's dann einfach genommen. Ich weiß noch, ich bin mit Tränen, die Tränen sind mir über die Backen gelaufen. Ich habe gedacht, okay, lass es über dich ergehen. Aber es war so eine, ja, es war so eine Aggression und also das war schon der erste, echt, das war echt heavy. Er hat es dann zwar nie mehr gemacht. Ich habe dann auch am nächsten Tag das thematisiert und habe gesagt, das geht einfach nicht. Ich habe das Wort Vergewaltigung nicht in den Mund genommen. Er meinte dann, ich hätte ihm wohl gesagt, ich möchte einen dominanten Mann und was ich eigentlich will. Also das war schon das erste, wirklich heftige, ja, war wirklich heftig für mich. Ist dir, war dir damals schon klar, dass das eine Vergewaltigung ist? Ja, klar war es mir schon, aber ich Doch hätte auf keinen Fall hätte ich den Schritt gemacht und wäre jetzt gegangen und hätte ihn angezeigt, ne? Also klar. Weil du immer noch nach wie vor natürlich in einer Schockstarre warst. ja, absolut. Also es war schrecklich, ja. Und wie gesagt, er ist dann kurz danach auch in diese mega eifersüchtige, er war auf alles eifersüchtig. Du musst dir vorstellen, er ist hier am Wochenende reingelaufen. Er hatte genau geschaut, wo ich bei Facebook, bei irgendeinem Mann, ich meine, das sind sowieso nur Menschen, die man meistens nur von, ja, sehr oberflächlich kennt. Er war eifersüchtig, hat sich hier hingesetzt, hat es thematisiert, hat mich quasi so hingestellt, als wäre ich nicht normal, weil ich das brauche anscheinend. Ich hatte mir natürlich auch nach meiner ersten Ehe, nachdem die gescheitert war, versucht auch wieder einfach ein soziales Umfeld aufzubauen, ja. Ich konnte auch wieder einfach in irgendeine Kneipe gehen, alleine. Das wäre für mich damals einfach noch gar nicht vorstellbar gewesen, aber ich habe mir das aufgebaut und ich war da auch stolz drauf. Und er hat das mir versucht zu, ja, er wollte es mir nehmen. Ich weiß nicht, ich war auch eine Person, die, ich bin auch eine Person, die einfach Menschen mag und auch Mensch auf Menschen zugeht, die Geschichten der Menschen wissen will. Und das konnte er alles nicht. Ja, Ertragen. Und vor allen Dingen, er konnte es nicht ertragen. er konnte es nicht So ertragen. beginnt, und so beginnt die Isolation des Opfers vom Täter. Genau. Und er hat mich dann auch so gestresst, dass ich teilweise zu heulen angefangen habe, weil ich das Gefühl hatte, er kann mehr lieben als ich. Und ich schaffe es einfach nicht, diesem Anspruch, den er hat, gerecht zu werden. Recht zu Ja. werden. Ja. Jetzt hat die Lovebombing-Phase sehr kurz gedauert und du bist gleich in die nächste Phase, die Phase, in der die Entwertung, die Gewalt und der Missbrauch dann sehr offensichtlich passiert gekommen. Jetzt hast du schon einige Dinge genannt. Also wir haben hier schon mal sexualisierte Gewalt, ganz klar und deutlich. Wir haben hier bis jetzt auch schon Kontrolle. Ja. Das sowohl zur sozialen Gewalt gehört, als auch natürlich zur psychischen Gewalt. Ja. Bleiben wir noch ganz kurz bei der psychischen Gewalt. Wie hat sich die in deiner Beziehung noch geäußert, außer dieses Kontrollieren? Wie hat diese Abwertung oder diese Demütigung oder vielleicht Beleidigungen, was ist da bei dir vorgefallen? Ach, da ist immer wieder sehr viel vorgefallen. Also wenn wir auch zum Beispiel gemeinsam mit den Jungs im Urlaub waren und da gab es so Situationen, der Kleine von ihm hat sich am Buffet den Teller wirklich so vollgeladen, dass der schon, als er an den Tisch
gelaufen ist, ihm schon die Spaghetti auf den Boden gefallen sind. Und dann hat er wirklich eine Gabel gegessen und hat den Teller weggestellt und hat sich dann ein Eis geholt. Und ich habe dann gesagt, du, hör mal, es gibt so viele Kinder, die haben überhaupt nichts zu essen. Und du kannst du dir nicht einfach nur, wenn du nicht weißt, wie es schmeckt, dir einfach eine kleine Portion holen. Und dann hat er das gehört, ne, und hat mich völlig angeblökt. Was ich eigentlich will, wir wären doch hier im Urlaub. Und ja, also das war die erste Situation. Die zweite war, es gab für die Kinder Gratis-Cocktails und die haben natürlich einen nach dem anderen runtergegluckert. Und in der Nacht ist sein Sohn aufgewacht und musste spucken. Und am nächsten Abend waren wir dann wieder dort, kurz vor dem Abendessen und er meinte dann, also heute gibt es für keines der Kinder einen Cocktail. Und mein Sohn, der saß dann da, der hat sich schon gefreut, weil er musste ja auch nicht spucken. Und hat dann, und ich habe dann gesagt, das verstehe ich jetzt nicht, weil ich meine, mein Sohn hat jetzt, es ist jetzt schlimm, dass deiner spucken musste, aber deshalb muss doch meiner jetzt nicht hier auf seinen Verzichten. Cocktail verzichten. Doch, er muss als Vorbild vorangehen und habe ich natürlich auch überhaupt nicht eingesehen, war ich auch stocksauer über diese, ich bin einfach, mir fehlen heute noch die Worte, wenn ich darüber nachdenke. Ich meine, was muss ein Mensch denken, um so handeln zu müssen? Also ich verstehe es nicht, ne? Ja, also diese Herrschsucht, dieses Thema Herrschsucht, das hat uns über die Jahre wirklich begleitet und ich habe mir da tatsächlich erst Gedanken drüber gemacht, jetzt so vor ein, zwei Jahren. Ja, als dieses Bild, das ich von ihm habe oder bekommen habe, immer sich mehr manifestiert hat. Da gab es zum Beispiel eine Situation, die möchte ich noch kurz erzählen. Ich hatte einen eingewachsenen großen Zeh und es war Weihnachten. Die Mutter war dann auch weg. Der Stress war eigentlich jetzt mal gut. Der zweite Weihnachtsfeiertag und wir wollten ein Raclette machen. Und ich habe gedacht, okay, super, wenn wir da jetzt am Tisch sitzen und essen, stelle ich mir einen Kübel mit einem warmen Kernseifebad unter den Tisch, weil das einfach gegen diese Entzündung, es war mega, zwei von diesen Bädern und ich konnte einen Stiefel tragen. Und ich nehme diesen Kübel und komme an den Tisch und er schaut mich an. Was ist denn das jetzt? Und ich sage, du, ja, ich habe dir erzählt, ich habe Probleme, ich kann gerade gar keinen Schuh anziehen und das wäre jetzt die Gelegenheit in Ruhe, ja, und so. Nein, das hat er, das wollte er nicht, ne? Und ich habe dann wirklich auch einen Hass bekommen und habe dann gesagt, sag mal, ich habe hier jetzt Schmerzen. Du siehst es nicht, das Ding steht unter dem Tisch. Nur weil du es jetzt weißt, geht es nicht oder was? Hast du mich oder was? Willst du nicht, dass es mir gut geht? Ja, und diese Diskussionen sind halt dann meistens an irgendeinem Punkt stecken geblieben. Ich habe das dann später nochmal thematisiert und habe gesagt, hör mal, ich glaube, dass du böse bist. Ja? Ja, also es sind wirklich so viele Sachen zusammengekommen. Ich habe jetzt wirklich auch diese Monate gebraucht, um das alles mal zu sortieren. Ja, und das dann einfach mal für mich, ja, abzugleichen. Gleichen. Also da Genau. ist natürlich schon massive Abwertung, Demütigung und Kritik ist, was ganz viele Frauen ja auch berichten, ne, dass man, was auch so typisch ist, egal was man macht, egal wie man es macht, also selbst wenn du das irgendwann anders gemacht hättest, ne, zu einem anderen Zeitpunkt, wäre es genau dasselbe Ergebnis gewesen. Ne? Ja. Hast du körperliche Gewalt erfahren? Also wie gesagt, nur dieses eine Mal, als er mich da gegen meinen Willen genommen hat, körperliche Gewalt jetzt nicht. Es gab zwar Situationen, als er dann so aggressiv war und dann schon mal auf den Tisch gehauen hat oder irgendwelche anderen Übersprungshandlungen machte. Also er hat jetzt keine Teller durch die Gegend geworfen. Er hat mich dann auch mal geschubst.
wenn er dann hier in der Küche stand und hat sich hier aufgebaut und hat sein Frühstück gemacht und stand da und ich wollte hier an die Schublade, das war ihm dann auch irgendwie nicht recht, dass ich jetzt hier auch wohne. Und also es war alles irgendwie immer wieder sehr, sehr ungut. Ich habe mich dann halt aus der Situation gezogen und meine Gedanken gemacht, aber verstehen konnte ich es nie, ja, was ihn bewegt, dass er eigentlich so ambivalent ist. Ja. Ja. Weil ja ambivalent jetzt natürlich nicht der richtige Ausdruck ist, sondern ne, wenn man weiß, dass diese Struktur einfach in sich sehr boshaft ist und dieses Gute ja nur gespielt, dann passt, wie gesagt, dieses Ambivalente auch gar nicht mehr. Okay. Aber gut, es sind natürlich jetzt, es ist keine direkte Anwendung von körperlicher Gewalt, wobei dieses Schubsen und dieses Bedrängen natürlich auch zur körperlichen Gewalt gehört. Dennoch scheint es bei dir jetzt nicht so regelmäßig stattgefunden zu haben, was aber völlig, also was so nicht zu werten ist, was ihn nicht in einem besseren Licht darstellen lässt, nur weil es diese Form der Gewalt nicht gab, ne? Also ich sage auch immer wieder, gerade in meinen Sitzungen mit Klientinnen, wenn sie sich dann unsicher sind oder wenn sie auch diesen Podcast hören und so vergleichen mit ihrer Beziehung und sagen, ja, die und die Gewalt hatte ich schon, aber die und die nicht. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen, dass sie daran zweifeln, ob er dann tatsächlich narzisstisch ist. Und was mir natürlich ganz deutlich zeigt, dass diese Frauen nach wie vor in einem wahnsinnigen Traumaborn stecken. Weil, weißt du, zu sagen, er hat mir von diesen 5 oder 6 Arten der Gewaltformen, die es gibt, nur 3 angewandt, ist so ein bisschen wie, und das habe ich auch einmal auf Instagram als Story gepostet, dass es dann so ist, wie wenn ihr mit einem Auto fahrt und auf einmal habt ihr einen Platten und ihr schafft es noch irgendwie in die nächste Werkstatt. Und der Mechaniker checkt und sagt, naja, Frau XY, Sie können jetzt leider nicht weiterfahren. Und ihr dann sagen würdet, ja, aber ich habe doch noch 3 Reifen, die gut sind. Ja. Ne? Also, weißt du, da würden wir ja auch nie auf die Idee kommen zu sagen, ach, ne, ja, wenn nur eine Reifenplatte ist, dann kann ich mit den 3 Reifen, ja, aber du hast halt Ja, ein du hast Auto recht. und kein Dreirad, was du da fährst. Ja, Und du genau. kannst natürlich weiterfahren, aber das würde ja noch mehr Schaden anrichten, ne, wenn du Ja. mit diesem Plattenreifen weiterfahren würdest. Ja. Und deshalb an der Stelle, also es müssen nicht immer alle Kriterien erfüllt sein, die auch dieses diagnostische Manual da an der narzisstischen Persönlichkeitsstörung hergibt. Es reicht einfach schon, dass Menschen narzisstische oder Männer narzisstische Züge haben, um wahnsinnig Gewalt zu erfahren. Und es spielt keine Rolle, ob jede Form oder nur eine. Gewalt ist immer Gewalt. Und wenn sie stattfindet, dann ist es toxisch, dann ist es destruktiv. Ja, richtig. Also Ne? ich erinnere mich auch doch noch an eine Situation. Das war, nachdem er mich betrogen hatte, habe ich auf seinem Rechner einen Chat entdeckt mit dieser Geliebten und habe mir dann, weil es so unheimlich viel war und ich war auch, mein Herz hat geklopft und ich habe mich, eigentlich hätte ich brechen müssen. Ich habe mir das alles abgescreent mit dem Handy und er kam dann irgendwann eine Stunde später nach Hause und ich habe da auch einen Liebesbrief gefunden von ihm an diese Frau und ich habe ihm den dann vorgelesen und er hat natürlich gleich geschnallt, was Sache ist und kam dann zu mir und hat mich dann echt gezwungen, er hat mir mein Handy weggenommen, er hat mich wirklich, also wirklich. Ja, also das war eigentlich schon sehr gewaltsam. Hat mich dann auch mit dem Face, du musst ja deinen Kopf in das Handy halten, dass es aufgeht, mich gezwungen, da reinzuschauen und hat dann alles gelöscht und es war fürchterlich, wirklich. Und hat gesagt, du Arschloch, das geht dich überhaupt nichts an. Ja. Soziale Gewalt Soziale. hat schon angefangen natürlich bei dir durch das Kontrollieren, dass du also quasi von deinem Umfeld abgeschirmt wirst. Völlig egal, ob jetzt mit Treffen oder dich in der Kommunikation auf sozialen Medien auszutauschen, da eingeschränkt hat. Hat er dich denn weiter versucht zu isolieren durch andere Arten wie die Kontrolle? Hat er dir direkt oder indirekt, subtil oder offensichtlich
Kontakt zu anderen verboten, es madig gemacht zu deinen Freunden, zu deiner Familie. Ja, Okay. Familie jetzt nicht, das hat er sich, glaube ich, nicht getraut. Okay. Aber er hat dann nach dieser Facebook-Eifersuchtsphase, die wirklich, glaube ich, auch sehr lange ging, ich kann ja nicht sagen, wie lange, ging es über auf diese Stadt, in der ich wohne und diesen Bekanntenkreis, den ich natürlich habe, in den ich ihn natürlich auch versucht habe einzuführen. Ich habe mir da gar nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, also wenn er mich bei sich eingeführt hat, war ich da auch immer dabei. Und ich habe da auch überhaupt, ich war nicht aggressiv oder so. Also es hieß dann, deine Stadt, diese Leute, die hier leben, das sind alles Scheiße, das hier ist alles Inzucht, ich habe keinen Bock auf diese Menschen. Dann hatte ich drei oder vier gute Freundinnen. Wir haben uns alle paar Wochen zum Essen getroffen. Da war er auch eifersüchtig drauf. Das hat er mir dann später irgendwann gesagt. Er wollte tatsächlich, dass ich meine ganze Zeit ihm widme. Ja, und er hatte wahrscheinlich auch Angst natürlich, dass ich irgendwann, was ich natürlich auch irgendwann gemacht habe, erzählt habe, was bei mir mit ihm zu Hause vorfällt. Weil nach außen hin war er ja der Schillernde, der Nette, der Smarte, der immer, wenn jemand eine Frage hatte an ihn, war er immer bereit zu helfen. Aber bei mir zu Hause war das ganz anders. Ja. Und genau das ist das Ziel der Täter, das Opfer zu isolieren. Richtig, Damit die glaube ich auch. Wahrheit über diese Beziehung und was da stattfindet, einfach nicht ins Außen dringt. Nein, genau. Das ist das größte Ziel dahinter. Richtig. Natürlich auch dieser Sinn, das ist ja typisch für Narzissten, Narzisstinnen, dass sie diese Verschmelzung wollen, ja, dieses Einswerden, was sie aber natürlich nicht gewährleisten und auch nicht ertragen. Hat Ja. sich dein Umfeld, hat es irgendwann bemerkt, dass du dich verändert hast? Ja, also aber nur eine, wie gesagt, ich habe das dann jetzt nicht sehr stark kommuniziert nach außen. Eigentlich habe ich nur eine sehr gute Freundin, eine enge Freundin, die hat auch ein paar Semester Psychologie studiert und hatte auch schon eine ähnliche Beziehung, die zwar noch ein bisschen noch schräger war, also auch mit körperlicher Gewalt, aber der habe ich mich dann irgendwann anvertraut, ja, und die hat auch gesehen, sie hat immer gesagt, du, ich finde ihn nett, aber ich finde keinen. Also er hat sich auch in Bezug auf Fragen oder hat er sich immer wieder rausgewunden und er ist auch sehr eloquent und alles. Aber sie hat damals schon gesagt, du, ich finde keinen Zugang zu ihm. Ja? Und im Nachhinein muss ich sagen, geht es mir eigentlich genauso. Ja. Man kann ja auch keinen Zugang zu ihnen finden, weil sie ja auch so Ja. in der Form, auch wenn das hart klingt, ja, aber so nicht existieren. Es gibt ja nur ein falsches Selbst, Ja, ne? ja, Ja. ja. Gab es finanzielle Gewalt? Nein, die gab es nicht. Was nur am Anfang war, das ist mir auch jetzt wieder eingefallen, als wir mit den Kindern immer mal wieder auf den Berg hoch sind zum Kaffee trinken, der hatte nie einen Geldbeutel dabei. Ja, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das nächste Mal lasse ich ihn auflaufen. Und als es dann ans Zahlen ging und die Bedienung vor uns stand und ich habe ihn dann angeguckt, hast du heute Geld dabei? Nein, ich habe kein Geld dabei. Also das waren dann schon so, ich habe dann gedacht, ja klar, der ist jetzt so verliebt, der denkt da einfach gar nicht dran. Aber im Endeffekt, ich weiß Das nicht, Berechnung. Das war ab. durchaus. Also er hat mir dann ja auch durch das, dass seine Firma insolvent gegangen ist, hat er mir da erzählt, wie schlecht es ihm ging. Er stand oft vor dem Bankomat und wusste nicht, ob da jetzt noch Geld rauskommt oder nicht. Aber ich meine, der hat auch damals jetzt schon so nicht so schlecht verdient. Er hat auch dann, wie sagt man, Investoren gesucht und ist dann auch wieder woanders untergekommen. Und letztendlich hat er dann eine gute Karriere gemacht, ja. Also ich habe dann auch 2000, wann war denn das? 2014, als seine noch Frau einen, ja, die wurde auf der Autobahn mit 3, Promille angehalten,
mit dem Kleinen im Auto und dann war klar, die wird jetzt den Führerschein verlieren und die muss jetzt Wenig. in die Entzugsklinik gehen und da wusste er natürlich jetzt nicht, was er mit seinem Kind machen sollte und ich habe dann damals gesagt, okay, dann hol ihn her. Er kann bei uns leben, er soll bei uns hier auf die Schule gehen mit meinem Sohn zusammen. Und das ging dann auch fast 4 Jahre, ja, habe ich mit dem Kleinen. Und das war die nächste Belastung, weil dem Kleinen hat wirklich niemand gesagt, dass die Mama irgendwann wieder gesund wird. Ich hatte jeden Morgen dieses Kind, das geweint hat, das nicht aufstehen wollte. Und klar, ich war natürlich die Letzte, die ihm jetzt die Sicherheit irgendwie vermitteln konnte, die der gebraucht hätte. Das hat niemanden interessiert. Wenn der Kleine am Wochenende dann gesagt hat, Papa, können wir Tischtennis spielen gehen, hat der Papa gesagt, nö, ich habe jetzt keine Lust, ja. Und wer dann am Ende mit dem Kind, mit den Kindern Tischtennis spielen oder Radfahren gegangen war, das war ich. Ja, es hat ihn alles nicht interessiert. Er hat nur die Dollarzeichen, seine Karriere vor Augen gehabt. Also das hat er wirklich eiskalt Hast du durchgezogen. je Kontakt gehabt zu der Ex-Frau? Ja, das hatte ich. Es war allerdings natürlich schwer, weil die hatte mich oft angerufen und hat aber dann auch schon was getrunken gehabt und hatte auch sehr, ach, die hat mir Sachen erzählt. Sie glaubt, ihr Vater hätte sie als Kind missbraucht. Und dann habe ich gesagt, du, das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind irgendwie 3 Töchter. Die Mutter war wohl auch schon Alkoholikerin. Sie hat nur zu mir gesagt, Birgit, wenn du ihn einmal hast, dann hast du ihn. Das hat sie zu mir gesagt. Ich habe jetzt zwar neulich versucht, mit ihr nochmal zu sprechen, aber sie hat gesagt, bitte sei mir nicht böse, ich habe die Sache für mich abgeschlossen und ich möchte auch, dass die da bleibt. Ich möchte da nicht mehr drüber reden. Ich habe dann nur gesagt, okay, ich verstehe es. Ich glaube, du hast auch in gewisser Weise ein Trauma erlebt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie nach der Geburt einfach auch diese Depressionen, die man da oft hatte. Und die war auch völlig alleingelassen von ihm. Er war ja nur unterwegs. Also was sicherlich ist, dass natürlich klar liegt es nahe zu denken, dass wenn man schon jemand Alkoholerkrankten in der Familie hat, dass das dann na, auch so ein bisschen erblich bedingt ist, dass das weitergegeben wird. Allerdings wage ich zu behaupten, dass für ganz viele andere Dinge sicherlich er der Grund war und diese Gewalt, die auch in ihrer Ehe stattgefunden hat mit ihm. Richtig, er hat auch einmal einen Satz noch gesagt, das war erst vor kurzem. Er hat dann so sinniert und meinte dann, aha, ja, auch meine erste Frau wollte keinen Sex mehr mit mir und hat mir vorgeworfen, ich hätte die Familie zerstört. Ich habe dann noch gesagt, warum wollte die keinen Sex mehr mit dir? Ja, also ich denke, er ist einfach ein Typ, der sich denkt, er nimmt sich, was er braucht und alles andere interessiert ihn nicht groß, ne? Das ist ja typisch für Narzissten, Ja, genau. Psychopathen. Das ist ihre Persönlichkeitsstruktur. Was hat denn Genau. dazu geführt, dass du an den Punkt gekommen bist, wo es kein Zurück mehr gab? Ja, Wann ist es passiert? Was das ist war. passiert, dass du gesagt hast, ich gehe? Ja, das war dann im Prinzip eigentlich eine Entwicklung über einige Jahre. Auslöser war diese Affäre 2019. Du musst dir das so vorstellen, er hatte da schon ein halbes Jahr vorher mich immer wieder schlecht gemacht. Ja, das war nicht gut. Hier war ich nicht, was war sein Lieblingsausdruck? Ich ruhe nicht in mir, ich bin nicht souverän, bla bla bla. Dann hat er diese Projektionen gestartet, weil wusste ich damals auch nichts von Projektionen. Wir lagen zusammen im Bett und er sagte, gell, Schatz, wenn du einen Liebhaber hättest, das würde uns nicht auseinanderbringen. Ja. Und Hat er von ich, mir gesprochen? hat er von sich gesprochen, Ja, genau. klar, natürlich. Und ich habe dann gesagt, du, ich bin jetzt völlig, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich mit dieser Aussage anfangen soll. Wie kommst du da jetzt drauf? Und dann meinte er noch,
Dann habe ich zu ihm gesagt, ich könnte jetzt nur noch sagen, dass du eine Geliebte hast, ja. Und er dann, ja, und wenn es so wäre? Und was passiert dann? Dann will sie vielleicht ein Kind von mir. Und das hatte ich aber alles schon. Aber das zu dir ist eine tiefe Liebe und das zu ihr ist verliebt sein. Das ist wie Zuckerwatte. Ja, und ich war völlig, also, aber er hatte nicht die Eier, einfach die Wahrheit zu sagen. Und es war September und im November. Er war unterwegs in die eine Richtung zu der Firmung seines Sohnes und ich war unterwegs mit meinem Sohn in die andere Richtung zum Geburtstag meiner Mutter. Und ich hatte Kopfschmerzen und er hatte mir immer alle Tabletten irgendwie weggenommen und in seine Aktentasche gesteckt. Und ich habe mir in der Aktentasche eine Aspirin gesucht und habe plötzlich einen schwarzen Damenslip in der Hand. Und schau das Ding an. Da war noch der, Entschuldigung, Schleim in diesem schwarzen Slip. Und ich habe genau gewusst, okay, das ist das letzte Puzzleteil. Ja, ich weiß jetzt, der hat eine, ja. Dann habe ich ihm das Höschen fotografiert, habe ihm das geschickt aufs Handy. Da kam dann ein Fragezeichen zurück. Ich habe dann geschrieben, habe ich in deiner Aktentasche gefunden? Meiner ist es nicht, ja. Dann war erstmal Ruhe. Dann bin ich also los, habe alle Taschen durchsucht. Habe dann in seiner Sporttasche einen Einkaufsbeleg von einem Edeka am Bodensee entdeckt. Das ist jetzt auch 200 Kilometer von uns hier weg. Da hat er dann eingekauft, Ente, Rotkohl, Semmelknödel und so weiter. Und da wusste ich dann, okay, ja, also, ja. Und mir hat er ja immer erzählt, wie viel er arbeiten muss. Und ich habe ihn ja auch immer auf seine ganzen Geschäftsreisen, es war nie eine Frage. Ich habe gesagt, der braucht es, der soll das machen. Ja, und dann wirst du so angelogen, ja, und so hintergangen, ja. Und dann kam er dann am Abend, sind wir hier wieder aufeinander getroffen. Und er saß hier ganz gechillt mit Jazzmusik und einem Glas Wein auf unserem Sofa. Und ich komme rein und sage, ja, und jetzt? Und dann kam er daher und hat gesagt, ja, ich bin verliebt. Und dann kommt's. Und ich habe ein Kind verloren. Weißt du eigentlich, wie schlimm das ist, ein Kind zu verlieren? Ich war völlig, ich wusste ja überhaupt gar nicht, was, wie, was, wo. Er hat dann erzählt, dass die dann schwanger geworden ist. Und ich habe dann gesagt, ja, und warum hat sie das Kind jetzt nicht bekommen? Ja, ich wollte meine Ehe nicht gefährden. Ja. Aber da Hey. merkt man einfach, wie gestört das ist, ne? Wie Wie gestört vollkommen das ist. gestört. Ja, Völlig krank. gestört. Genau, und es ging ja dann noch weiter. Also ich habe dann auch gewusst, er hat mir dann den Namen verraten und das wurde mir schon vor Monaten auf LinkedIn angezeigt, dass er jetzt mit dieser befreundet ist und ich habe mir die angeschaut, die ist 17 Jahre jünger als er und blond und hübsch und ich habe mir gedacht, oh, das wird ihm gefallen, habe ich mir noch so gedacht. Und er hat mir dann auch erzählt, dass sie mit dieser Firma jetzt irgendwelche Joint Ventures haben und ja, ich habe mir dann einfach nichts dabei gedacht. Ich habe mir sowieso eigentlich immer nie irgendwas gedacht. Ich war auch nicht eifersüchtig. Ich hatte keinen Kontrollwahn, wie ich ihn dann zum Schluss hatte, dass ich seinen Geldbeutel durchsucht habe, dass ich geguckt habe, geguckt habe, geguckt habe. Das hatte ich alles nicht. Und dann war es plötzlich um mich geschehen, ja. Und ich habe dann auch gewusst, wer das ist. Und ich habe dann mit der Frau Kontakt aufgenommen, ja. Und habe ihr dann gesagt, hör mal her. Ich habe weder gesagt, du blöde Bitch oder du hast mir jetzt meinen Mann weggenommen. Ich war einfach ganz klar und sachlich und habe gesagt, bitte sag mir, was sagt er, was er denn von dir möchte. Ja? Und sie schrieb mir dann, ja, er liebt dich als Mensch und er möchte nicht ganz aus deinem Leben verschwinden, es sei denn, du möchtest das. Ja, es ging jetzt ein halbes Jahr irgendwie und ja, und daraufhin habe ich ihn ausgeschmissen. Ja, ich habe zu ihm gesagt, er soll verschwinden.
Wie ging es dann weiter? Das war dann auch sehr tragisch, weil er wollte dann eigentlich gar nicht gehen, hat mich, ich wollte morgens in den Job, er hat mich dann noch in der Tasche gerissen und ich habe mich dann losgerissen und als ich dann später nach Hause kam, waren sämtliche Sachen weg, ja, von ihm. Und ich habe dann diese Mädel einfach, weil ich mich in meiner, auch in meiner Würde derartig, also Verraten gefühlt hast, ne? verraten gefühlt habe, habe ihr aus diesem ganzen letzten Jahr, wo sie ja mit ihm schon im Honeymoon war, Honeymoon ja natürlich nicht, aber auf Wolke 7 wahrscheinlich, habe ich ihr die ganzen Liebesbekundungen von ihm gescreenshottet, hab ihr diese Ansage zu unserem letzten Hochzeitstag geschickt. Und dann hat er natürlich ein Problem bekommen bei ihr, ja, weil so hatte sie sich das ja nicht vorgestellt. Ich habe dann auch mit ihr noch telefoniert für später und sie sagte zu mir, sie hätte ihn kennengelernt. Da war die Aussage, diese Ehe besteht nur noch auf dem Papier. Ja, auch ein Ja. Klassiker. Ist Hey. tatsächlich ein Klassiker. Oder wir sind eigentlich schon lange getrennt, wir schlafen auch Ja. getrennt, es ist Genau. schwierig, wir trennen uns nicht wegen der Kinder. Ne? So ganz klassische Ausreden. Ganz, also Klassiker. Red Flag. Red Flag. Genau. Und wie gesagt, es ging dann noch, ich habe mich dann auch ich habe dann noch, glaube ich, 2 Tage, nachdem er weg war, habe ich ihn wirklich angepöbelt über WhatsApp und bin dann in den No-Contact gegangen. Er hat dann zwar hier angerufen, hat meinen Sohn gefragt, wie geht es euch, aber wir haben nicht mehr reagiert. Und eine Woche später stand er wieder vor der Tür. Wollte dich zurückrufen. Ja, jetzt pass auf. Und dann saß der hier und ich habe mir gedacht, okay, der wird mir jetzt wahrscheinlich alles Mögliche erzählen und ich lasse mein Handy mitlaufen. Ja, ich habe dann das Handy hier auf Aufnahme. Ist es ja auch pervers, wenn du wirklich um das, was du sagst und weißt, noch mit Beweisen, mit Tonbandaufnahmen untermauern muss. Es ist völlig krank, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also das Gespräch ging 5 Stunden. Das mit dem Kind, dass er das verloren hat, das habe ich dir schon erzählt. Dann hat er mir gesagt, er hätte immer nur gegeben und jetzt hätte er sich mal was genommen. Ja, Ja. alles klar. Dann hat er Ja, gegeben hat er tatsächlich, ne? Depressionen, Schlafstörungen, ja, das hat er genau. gegeben, ja. Ja, er ist natürlich Mal. viele Kilometer hin und her gefahren, für die Familie auf der einen Seite, für den Job auf der anderen Seite. Aber ich meine, er hatte natürlich auch den Rücken frei und konnte sich da voll drauf konzentrieren. Ich denke, das ist schon auch ein Aspekt, der sicherlich für viele Männer jetzt vorteilig wäre, ja. Also er hat mir dann auch gesagt, ja klar, es war optimal für ihn, die heiße Geliebte am Bodensee und die treu sorgende Ehefrau zu Hause. Ja. Ja, dann hat er mir, es war wie so eine Art Brainstorming. Er hat also erklärt, weißt du, sie ist 17 Jahre jünger als ich und sie ist so wie ich, glaube ich. Jetzt ist sie 3 Jahre verrückt nach mir, aber was passiert dann? Dann trifft sie vielleicht einen anderen. Und in diesem Kontext werde ich mich nach hinten bewegen und ich wäre Mentor für sie. Und ob ich das noch schaffe, das ist mein größtes Problem. Also so saß er mit mir zusammen und er hat dann auch gesagt, ich würde diese Frau, weil ich ihr ja diese ganzen Sachen geschickt hatte, ich wollte sie emotional zerstören. Ich hätte schmutzige Wäsche gewaschen. Ich habe dann gesagt, ich habe überhaupt keine schmutzige Wäsche gewaschen. Ich habe ihr nur die Facts und meine Realität dargelegt und habe ihr gesagt, du, ich weiß nicht, was der dich glauben machen wollte. Mit mir hat er dies und das gemacht, ja. Er hat mir wirklich, es war gruseligst, dieses Gespräch. Und dann kam aber dieses Lovebombing wieder. Und weißt du, eigentlich möchte ich dich nicht verlieren. Du bist mein Nordstern. Ohne dich wäre ich nicht das, was ich heute bin. Du bist die Liebe meines Lebens. Dann war ich völlig
Auf der einen Seite die Geliebte, die man ja gerne hätte, aber man scheint zu alt zu sein und hätte die Eier nicht, das durchzuziehen. Und auf der anderen Seite die dumme Ehefrau, die ja der Notstand ist. Und ja, genau. Ja, Also und das, ja. ja. Hast du ihn denn da wieder zurückgenommen? Ich habe ihn dann zurückgenommen, tatsächlich, und habe dann gleich 3 Monate später voll eine auf den Sack bekommen, weil ich ja diesen Computer, dieser Computer war an und ich habe auf diesen Computer rumgeguckt. Er war ja nicht da. Und ich habe dann natürlich sehr schöne Fotos entdeckt. Die waren auch zusammen geschäftlich in den USA gewesen. Sind dann irgendwie am Wochenende kurz mal von Washington nach New York gefahren. Und er hat da Videos gemacht während der Autofahrt von ihr. Und ja, und unter anderem habe ich halt auch solche Sprüche wie, es ist die schönste Zeit meines Lebens. Und dann habe ich diesen Liebesbrief entdeckt, ja. Also er schrieb, Liebe, du bist so lasziv und sexy, du bist die Frau meines Lebens. Ich liebe es, Sex mit dir zu haben. Ich möchte noch auf der ganzen Welt mit dir Sex haben. Du bist die Frau an meiner Seite. In ein paar Jahren bin ich finanziell in der Lage, meine Angelegenheiten zu regeln und dann können wir heiraten, ein Kind haben, einen Hund und ein Haus kaufen. Und diesen Brief habe ich Da ihm. kriege ich ja, das krieg ich ja, ich kriege ja schon Würgereiz, wenn ich sowas höre. Ich höre es jeden Tag, ich höre es tatsächlich jeden Tag, manchmal in abgewandelter Form, Oh. aber immer noch initiiert das bei mir eine starke körperliche Reaktion in Form auf. Uah. Ja, du, und so war es bei mir tatsächlich auch. Also nach dieser Entdeckung war ich, weiß ich noch, es war Samstagabend, ich bin den ganzen Sonntag unten in meinem Bett gelegen und habe geheult und habe nicht gewusst, ich hatte das Gefühl, ich müsste sofort fliehen. Ich kann es dir nicht sagen, es war wirklich unglaublich, ja. Und die Geschichte ging dann wirklich noch so weit. Er hat dann irgendwann, die hat natürlich dann ihm denn die Hölle heiß gemacht, hat ständig angerufen. Am Anfang war er dann noch, ja, aber weißt du, ich bin doch viel zu alt für dich. Ich habe das manchmal an der Badezimmertüre, habe ich gelauscht. Und die hat dann richtig Gas gegeben und hat ihm dann wohl gedroht, ihm irgendwie auch beruflich zu schaden. Klar, die hat natürlich das, die hat sich natürlich auch völlig verarscht gefühlt, ne? Und ich habe dann auch wirklich Partei für sie ergriffen und habe gesagt, hör mal, was bist du für ein Schwein, dass du so ein Mädel, also ich solidarisiere mich da wirklich mit jeder Frau, der sowas angetan wird. Und das hat er mir dann sogar auch noch vorgeworfen, Natürlich. dass ich jetzt ihre Situation verstehe und sie in Schutz nehme. Und ich habe dann gesagt, hör mal, er hat dann gesagt, er hätte ihr diesen Brief nur geschrieben, damit sie geschmeidig bleibt, ne? Und dann habe ich gesagt, hör mal, das ist ja Manipulation. Naja, Das das ist ja schon, das ist ja schon, also die Verhaltensweisen sind ja schon psychopathisch, ne? Also, ne, so offensichtlich über die Gefühle anderer drüber zu stampfen und da auch noch so ein Szenario drum zu spinnen, also das ist ja schon psychopathisch. Wie oft hast du ihn denn dann tatsächlich zurückgenommen und was war dann der Punkt, wo du dich getrennt hast? Ja, also ich habe ihn eigentlich nur dieses eine Mal zurückgenommen und es kam ja dann auch Corona. Da waren wir ja dann mehr oder weniger hier eingeschlossen, ja, also 2020. Er war dann hier auch ständig im Homeoffice und hat dann sich von einer sehr angenehmen Art und Weise gezeigt. Er hat dann hier einen Grill gekauft, hat dann hier Kuchen gebacken, hat gegrillt. Er war eigentlich so, wie er eigentlich irgendwie nie war, ja. Und es gab auch er war auch nicht mehr eifersüchtig, das hatte er sowieso schon vor einigen Jahren dann plötzlich abgestellt. Plötzlich war das nicht mehr Thema. Und
Und ich hatte ja aber dieses Problem, dass ich in diesem wahnsinnigen Zwiespalt war. Also ich hatte wirklich Phasen, da hatte ich das Gefühl, ich müsste davonlaufen. Ich bin auch wirklich nachts oft mit der Taschenlampe einfach raus aus diesem Haus, weil ich das Gefühl hatte, ich ersticke und ich kann diesen Menschen nicht mehr ertragen, ja. Und ja, das ging dann, wie gesagt, ja, Corona 2 Jahre und ich hatte ja auch, wie gesagt, diese Aufnahme und da waren so viele Sachen auf dieser Aufnahme, die ich einfach gerne mit ihm besprochen hätte. Also das Aber war dann quasi so, du hast ihn zurückgenommen, dann kam genau. Corona und Genau. da hattest du dich noch nicht endgültig getrennt. Was ist denn dann im Mai diesen Jahres passiert, dass du dich endgültig getrennt hast? Genau, also da muss man dann noch dazu sagen, letztes Jahr, ich habe ja dann natürlich diese Art von, es passieren irgendwelche Sachen hinter meinem Rücken, ich werde verarscht, ich muss gucken, dass ich da irgendwelche Beweise finde. In dieser Phase war ich dann. Und tatsächlich, letztes Jahr im November stand wieder diese Aktentasche hier in der Küche und die Fächer waren offen und ich schaue in das eine Fach rein und habe plötzlich so eine Karte in der Hand. Stand dann drauf, ich liebe dich nicht nur für das, was du bist, ich liebe dich auch für das, was ich bin, wenn ich bei dir bin. Keine Unterschrift, nur noch 3 Herzchen. Und ich habe dann diese Karte genommen, bin zu ihm gegangen und habe gesagt, läuft da jetzt schon wieder was? Schläfst du mit der? Wie lange geht das schon? Und er hat dann nur gesagt, du hättest mir sowieso nicht mehr verziehen. Da habe ich gesagt, dann pack jetzt bitte deine Sachen und geh. Nein, er geht jetzt nicht. Also es war oft diese Rede davon, dass ich gesagt habe, er soll sich eine Wohnung suchen. Aber er hat dann gesagt, er schaut, aber es wäre irgendwie alles nicht bezahlbar. Und irgendwie hatte ich auch den Eindruck, er sieht das überhaupt nicht ein, ne? Nee, Was natürlich nicht. Es ist ja ein parasitäres Verhalten, ne, von diesen Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur. Und natürlich wäre er nicht freiwillig gegangen. Wie Nee, hast du genau. es denn dann doch geschafft, dass er gegangen ist? Ja, ich habe dann auch immer wieder versucht, ihn zu fragen, wie er denn überhaupt diese Beziehung, die wir haben, noch sieht. Und konnte er mir auch keine wirklichen Antworten geben. Er hat dann nur gesagt, was willst du etwa unsere kleine Familie zerstören? Also so, dass ich dann am Ende das Arschloch wäre, bloß weil ich jetzt hier dicke Backen mache und nicht zufrieden bin mit der Situation. Genau, ja, das war dann im Prinzip, er hat mich dann auch mehr und mehr, ist ja dann wieder gereist. Er hat sich dann auch kaum mehr gemeldet. Er hat mir auch die Körperlichkeit entzogen. Er hat nur noch übers Wetter mit mir gesprochen. Und das hat sich dann über Weihnachten. Gut, es ging ja dann nicht mehr lange bis März, als ich dann bemerkt habe, dass er mich wieder angelogen hat. Ja, es war dann im Prinzip, also ich sag mal, ich war dann schon ein paar Jahre in dieser Entwicklung, die dann dahin ging, dass ich wusste, ich kann mit ihm nicht mehr leben, weil er mich nicht respektiert, er achtet mich nicht, er wird sich nie ändern. Er hat auch selber gesagt, er wird sich nicht ändern und er geht mittlerweile über Leichen. Also das war auch zum Teil für mich, er hat dann auch immer davon gesprochen, er müsste mich wohl doch jetzt irgendwann erlösen. Und ich habe dann gesagt, was heißt das? Also er hat auch so in so Rätseln gesprochen und ich, Wie sie oft sind. ja, völlig kryptisch, wirklich. Er war ja auch der Meinung, er muss der Welt etwas Großes hinterlassen. Und er kam ja auch dann irgendwann, hat gesagt, weißt du was, ich habe schon Angst, dass ich den Boden unter den Füßen verliere. Also es waren so viele Sachen, Christina. Unglaublich. Und dann, wie gesagt, im März bin ich habe nur noch geheult. Er hat dann ja auch nichts mehr gesagt. Ich habe ihn angelogen. Wir wollten an dem Abend sogar noch essen gehen. Da hat er dann noch seinem Freund geschrieben, ah ja, also heute Abend kann ich nicht mitkommen. Wir haben hier Stress. Genau, er hätte ja auch sagen können, ja du, ich habe die Birgit angelogen. Die ist mir dahinter gekommen. Und ja, aber nee, es wusste ja auch keiner, was er. Das Image nach außen muss ja auch
unbedingt gewahrt werden. Ja, das ist ja dieser Maskenverlust, dieser Maskenfall, der passiert ja nur innerhalb der eigenen vier Wände gegenüber Menschen, die ihm nahestehen, ne? Wie die eigene Partnerin oder die Kinder, die Mütter oder die Väter ganz oft, ne? Gegenüber anderen wird ja diese Fassade aufrechterhalten. Jetzt bist du Gott sei Dank seit März nach diesen 11 Jahren getrennt und jetzt nur mal kurz darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ne? Du hast dich nicht gesehen, du wurdest nicht respektiert, du wurdest nicht gewertschätzt. Ist dir heute klar, dass du ein Opfer von partnerschaftlicher Gewalt bist? Ja, auf jeden Fall. Wann Also. kam denn auch dieser, vielleicht nur kurz zwei Sätze dazu, wie bist du denn darauf gekommen, dass er narzisstisch ist? Das war ganz witzig, weil wir da eine bekannte Familie haben. Die Kinder sind auch zusammen in die Schule gegangen. Und da diese Frau, die hat irgendwann zu mir gesagt, der hatte ich halt auch mal so erzählt, dann irgendwann mal, sagte die zu mir, du, ich glaube, das ist ein Narzisst. Ja. Und sie meinte dann auch zum Beispiel, ich habe ihr das mit der Karte, die ich da entdeckt hatte, erzählt. Meinte sie, ich würde den jetzt sofort rausschmeißen, ja. Und da habe ich eigentlich erst irgendwie dieses Narzissmus, da habe ich mir dann, habe ich angefangen, Podcasts zu hören, und mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es genau so bei uns abgelaufen ist. Ja. Ja, weil es tatsächlich auch immer für Außenstehende schwer zu greifen, ne, weil ja ganz viele Fachexperten immer sagen, na ja, Narzissmus besteht auf einem Kontinuum und auf einem Spektrum und das ist ganz unterschiedliche Narzissten. Also die narzisstische Gewalt und die Beziehungsform sind dennoch immer dieselben. Also wenn man sich mal die ganzen Folgen anhört, ja, plus alles, was natürlich auf Social Media rumkursiert und Betroffene da unter Posts kommentieren und ihre Erfahrungen so leicht teilen, da merkt man einfach, ja, es ist ein Drehbuch, es ist ein Skript und so viel Kontinuum und so viel Spektrum gibt es da eigentlich gar nicht, wie man uns immer weismachen will. Ne? Und abgesehen davon muss man einfach immer wieder betonen, dass jede dritte Frau auf dieser Welt von partnerschaftlicher Gewalt betroffen ist. Also wir haben hier, was ich immer sage, was ich immer predige, wo ich ja auch mit meiner Community dagegen ankämpfe und warum ich diesen Job mache. Wir haben kein Problem mit Frauen, die co-abhängig oder co-narzisstisch sind oder die an Selbstwert leiden oder die nie gelernt haben, Grenzen zu setzen, sondern wir haben ein Problem mit narzisstischen Männern. Und zwar gesellschaftlich. Narzissmus ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist kein privates Thema mehr, mal ein Beziehungskonflikt, der hier und da auftaucht. Nein, das ist Alltag von ganz, ganz vielen Frauen. Ja, genau. Liebe Birgit, das ist eine weitere Geschichte, die einfach nur den Protagonisten und die Protagonistin wechselt. Und Ja. du hast ja auch alle Folgen gehört. Es ist immer dasselbe. Was hat dir am meisten geholfen, standhaft zu bleiben? Wenn du vielleicht noch kurz ein paar Sätze dazu was sagst für alle Zuhörerinnen, die vielleicht noch selbst in so einer Beziehung stecken, das noch gar nicht wahrhaben. Was hat dir am meisten geholfen, diese Trennung dann endgültig auch durchzuziehen und dem Ganzen den Rücken zu kehren? Ja, also wie gesagt, ich hatte ja schon diese Entwicklung, dass ich einfach diese ganzen Abwertungen nicht mehr akzeptieren konnte und mir auch klar war, dass bei ihm in seiner Denke oder was auch immer, wo da das Problem liegt, da wird sich nichts ändern. Ja, also er hat ja sich dann auch sogar als Heiler aufgespielt. Er wollte unsere Beziehung heilen. Und ich Ja, habe dann alles irgendwann gedacht, klar. hör mal, du hast selbst so einen an der Klatsche, du brauchst eigentlich einen Heiler. Wie kommst du da drauf zu behaupten, du könntest uns heilen, ja? Ich durfte ja auch nicht mal meine Fragen stellen. Es war nicht gewünscht. Er war pissed, genau. Also das war diese Entwicklung. Ich wusste, okay, gut, dann war er weg. Und dann fing natürlich auch dieser Jammer bei ihm dann an, dass er natürlich seine Zufuhr und sein Zuhause und alles verloren hatte. Genau, und dann kam natürlich auch diese, ich sag mal, Hoovering.
Aktionen. Er schrieb mir dann, ich vermisse dich, ich vermisse uns, ich vermisse mein Zuhause. Dann hat er die schönen Situationen von früher beschrieben. Das Sonnenlicht ist in meinem Haar, bla 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 und so weiter. Wir haben uns geliebt, bla bla bla. Und wie gesagt, wenn ich ihn dann darauf angesprochen habe, dann war das, ja. Das wird schon noch eine Weile sein, dass ich traurig bin. Also er wollte in gewisser Weise abchecken, ob ich da jetzt drauf einspringe und jetzt sage, ach bitte, bitte komm doch zurück zu mir. Aber ich habe es nicht gemacht, ja. Also ich habe ihm, und das würde ich auch allen anderen Frauen empfehlen, in gewisser Weise Prüffragen aufgegeben, die für mich wichtig waren, die er, ja, er. Weil er halt so ist, war es einfach nur so dahingesprochen. Es war einfach eine Laune, es war einfach ein aufflackerndes Gefühl, das er da zu dem Zeitpunkt hatte. Und das war es dann auch, ja. Also eine konsistente, stabile Beziehung ist mit solchen Menschen einfach nicht möglich. Und da muss man sich so früh, wie es einfach nur geht, darüber im Klaren sein. Und es ist schwer. Und ich habe geheult und ich hab ihn vermisst, aber es hat alles keinen Sinn. Nee, das hat es auch nicht. Weil sie nicht therapierbar sind, weil sie sich niemals ändern. Und diese Prüffragen, glaub mir, Birgit, die hast du schon in der Beziehung gestellt und hast damals schon keine Antwort bekommen. Also auch diese Prüffragen kann man sich am Ende sparen. Weil diese Fragen hast du immer wieder gestellt. Die hast du nicht nur am Ende gestellt. Ich weiß natürlich, ne, warum du sie gestellt hast, einfach um sich selbst nochmal davon zu überzeugen, dass man tatsächlich die richtige Entscheidung getroffen hat, weil das die Phase Genau. in der Trennung ist, wo man mit sich selbst nochmal in Verhandlung geht. Genau. Diese typischen 7 Trennungsphasen, die ich ja auch in diesem Buch, das ich geschrieben habe, also dieses Traumatagebuch, 90 Tage No-Contact-Heilung nach narzisstischem Missbrauch, ganz klar aufgegriffen und beschrieben sind, welche Phasen man da durchmacht. Und das, was du gerade beschreibst, das sind eben diese Phasen, wo man mit sich selbst in Verhandlung geht, wo man einfach nochmal braucht, nochmal Bestätigung. Deshalb will man ja nochmal ein Gespräch, weil man es immer noch nicht zu 100% wahrhaben will. Aber jetzt hast du es tatsächlich geschafft. Jetzt ist seit März, jetzt haben wir November, sind ja 8 Monate vergangen. Ja, Du bist er auf war. einem guten Weg. Du bist noch natürlich ein bisschen businessmäßig mit ihm involviert, weshalb eben kein richtiger No-Contact möglich ist. Vielleicht von dir noch einen Satz dazu, einen ermutigenden Satz für die Frauen, die zuhören, damit die daran glauben, dass es ein Leben danach gibt. Ein ermutigender Satz, ja, also hört auf euer Bauchgefühl, geht nicht über eure eigenen Empfindungen und Gefühle einfach drüber weg. Es ist nicht so, dass ihr müsst nichts dafür tun, dass ihr geliebt werdet. Es muss einfach von jedem kommen und wenn es nicht kommt, dann kommt es nie, ja, also. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Wir müssen nichts dafür tun, um geliebt zu werden. Ja, Genau, das ja. ist richtig. Ja. Liebe Birgit, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für deinen Mut, darüber zu sprechen. Du hast ein Stück nicht nur meine Arbeit unterstützt, sondern tatsächlich mit Aufklärungsarbeit geleistet. Und genau deshalb ist ja auch dieser Podcast ins Leben gerufen worden, um einfach die Augen zu öffnen für alle die vielleicht noch den Verdacht haben, da drin zu stecken und um einfach zu verdeutlichen, leider in welcher Häufigkeit das passiert und dass es eben kein persönliches Problem ist, sondern mittlerweile ein gesellschaftliches. Gewalt an Frauen, partnerschaftliche Gewalt an Frauen ist eine der größten Menschenrechtsverletzungen, die es auf unserer Welt gibt. Ja, vielen Ich bin Dank, Christina, dir. Ich bin froh, wenn ich es mir von der Seele reden kann. Ja, Ich glaube, absolut. das hilft ganz oft und es hilft auch tatsächlich ganz oft immer wieder für die eigenen kognitiven Fähigkeiten und wieder da vielleicht ein bisschen emotionalen Abstand zu gewinnen, wenn man diese Geschichten einfach hört und man weiß, man ist nicht damit alleine. Ja, genau. Vielen Dank, Birgit. Ich schicke Vielen dir Dank. ganz, ganz liebe Grüße und weiterhin ganz viel Kraft für den weiteren Prozess.
ne, dass der noch reibungslos verläuft, mehr Dankeschön, oder weniger, wie das möglich ist. Ne? Narzissten haben ja immer einen Rosenkrieg, zetteln ja immer einen Rosenkrieg an, wenn es um dann gemeinsame Geschäfte geht oder gemeinsame Verbindungen wie Immobilien, Kinder oder Scheidung, nur Scheidung, auch ohne all diese Anhängsel, aber es wird immer ein Rosenkrieg. Also ich wünsche dir ganz viel Kraft und vielen Dank nochmal, dass du hier bei mir warst. Schöne danke dir, Grüße Christina. nach Stuttgart. Ja, tschüss, bis Ja, bald. mach's gut. Bis dann. Erkennst du dich vielleicht wieder in den Erzählungen dieser Frauen und hast den Verdacht, dass du auch in einer narzisstischen Beziehung warst? Dann bist natürlich auch du ganz herzlich eingeladen, dein Schweigen hier zu brechen, in diesem Podcast und deine Geschichte mit uns zu teilen. Alle Infos zu dem Podcast sowie zu meiner Arbeit und zu meiner Aufklärung findest du auf meiner Website www.projekt-punkt-beziehung. Und natürlich noch viel mehr Content über die narzisstische Persönlichkeitsstruktur und die Dynamik von toxischen Beziehungen, aka partnerschaftliche Gewalt, findest du auf meinen Social Media Kanälen, auf Instagram, auf TikTok und neuerdings auch auf YouTube. Dort heiße ich allerdings Projekt Narzissmus. Also schau dir diesen Content gerne an und wenn du dich in irgendeiner Art und Weise damit identifizieren kannst, dann hoffe ich, hast du den Mut, darüber zu sprechen und dir Hilfe zu holen. Und hier kommt natürlich wie immer am Ende jeder Folge ein Tipp für dich. Wenn ihm nicht wehtut, dass er dir wehgetan hat, dann ist das keine Liebe, sondern Abhängigkeit.